Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. So, ich habe jetzt offscreen noch nichts gefarmt, denn wir werden uns jetzt einfach mal ein... Was? Da ging wieder ein Gerät hinten im Hintergrund los. Wir werden ein Bett bauen. Was brauche ich denn dazu? Holz. Holz. Ja, du ahnst es nicht. Genau das, was ich nicht habe. Wir werden da hinten jetzt alles abreißen und unterwegs Holz farmen. Wenn welches erscheinen würde. Und dann werden wir uns ein bisschen die Map angucken. Und ja, wir lassen uns mal überraschen, was uns hier noch so erwartet und wie groß die Map vor allem ist. Weil das weiß ich persönlich natürlich noch nicht, aber es interessiert mich sehr. Zu stabil. Wow. Kann ich das irgendwie wieder aufnehmen? Nee. Hallo? Ach so, nee, das will ich doch gar nicht. Ich will das hier. Hä? Hallo? Ich kann das nicht wegmachen. Ja, dann... jetzt. Gab noch mal ein Holz. Ja, auch noch mal. So, da platzieren wir jetzt noch ganz schnell unser Bettchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen erkunden. Das Bett bauen wir. Ne, hier an die Seite. So. Knüppel in der Hand. Und wo gehen wir als erstes hin? Wir laufen einfach mal am Strand. Sag mal, wird es gerade Nacht? Boah, Bett braucht. Willst du mich verkackeimern? Warum kann ich da oben drauf nichts bauen? Doch, geht. Und jetzt noch ein Dach. So, aber jetzt müsste es gehen. Hä? Hat doch ein Dach. Oder gibt es hier... Ah. Okay. Ich habe nichts gesagt. Strohdach. Strohdach. Holz... Wow. Warum sagt mir das keiner? Das Holz runtergefallen, das gönnen wir uns natürlich. Warum sagt mir niemand, dass es hier auch Schrägen gibt? Die ich gerne platzieren möchte. So. Wie kann ich jetzt... das Strohdach. Hey, das kriege ich da gar nicht drauf. Ach, das. So, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, oder fresse ich einen Besen.
Leck mich. Wir müssen das hier zu Ende bauen, damit wir überhaupt schlafen können. Okay. Hä? Wie fehlende... Ich brauche Holz. Ja. Dahin. Ich brauche immer noch Holz. Hier liegt was. Das würde ich gerne aufsammeln. Ach, das war meine Steinaxt. So. Wir brauchen Holz. Hier, komm, scheiß drauf. Dann machen wir halt den Kleiner. Ich würde mich gern am Tag erkunden gehen. Weil ich denke mal, das ist... Macht sich allgemein auch so viel besser, damit ihr was seht. Weil YouTube macht die Videos ja im Allgemeinen immer etwas dunkler. Ey, bleib hier. Meine Güte. Da hinten pümmelt schon wieder ein Gegner rum. Nee, das ist ein Reh. Aber ich höre auf jeden Fall Gegner. Was hat denn der gerade gemacht? Egal, ich hinterfrag es nicht. So. Hier. Da. Und da und da. So, da kommt ja wieder so ein schräges Holzdingens ran. Wenn man das auch richtig platzieren könnte. So. Da und da. Kann ich das da? Okay, so geht das auch. Das ist sehr nice. Ich brauche schon wieder Holz. Ja, leck mich doch. So, der Baum muss eh weichen. Und weh, der macht mir jetzt mein Haus kaputt. Und ich vermisse gerade im Hintergrund irgendwie... Die Musik. Und wo? Ach, hier drin im Wasser. Und das wird jetzt ein Spaß werden, das Zeug aus dem Wasser zu looten. Holzhacke, sind wir schon bei 15 mittlerweile.
glaube nicht, dass wir das irgendwie da rausbekommen. Dann lassen wir den dort liegen. Soll nicht unser Problem sein. Das soll nicht unser Problem sein. Schade, dass die Hintergrundmusik nicht mehr läuft. Das ist echt schade. Die war nämlich recht entspannt und angenehm. Kann ich den? Oh, den können wir auch wegmachen. Cool. Ich müsste vielleicht mal meine Ausdauer regenerieren. Was haben wir denn hier? Buchensamen. Okay. Sekundär blockiert. Ich kann das nicht reparieren. Warum? Eine einfache Axt, bla 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 bla. Ne, ich muss eine neue fertigen. Das ist vielleicht noch verbesserungsfähig, dass man die Sachen reparieren könnte. Hallo, so. Der Hammer geht auch gleich kaputt, so wie es aussieht. Okay, da war der Hammer kaputt. Ran. Nee, da muss noch eins ran, tatsächlich. Ich kann aber keins mehr ranbauen. Das ist jetzt nicht gut, um ehrlich zu sein. Kann ich denn die Stufen hier ransetzen? Irgendwo. Ja, kann ich. Cool. Nee, wir machen die so rum auf. Ja, ich brauche wieder Holz. Fenster gibt es keine. Das ist irgendwie seltsam. Oh, hier haben wir wieder Bären. Aber hey, es ist Nacht geworden. Ihr wisst, Nacht sage ich schon, alles klar. Tag. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir gehen auf Erkundung. Und nehmen natürlich immer wieder mal ein bisschen was mit, vor allem Holz. So, wir sind jetzt aktuell hier und... Ach du... Wenn ich jetzt recht in der Annahme bin oder davon ausgehe, scheint die Map richtig groß zu sein. Runenstein lesen. Nee, das machen wir noch nicht. Wir gucken uns mal die Häuser hier hinten an.
Warum habe ich mich nicht hier niedergelassen, ne? Kann mir das einer erklären? Vogel? Schade, ich wollte dich töten. Kann ich hier bauen? Lol, ich kann hier bauen? Wir werden uns das hier mal merken, denn ich glaube, ich werde doch noch mal umziehen. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, hinten das, was ich jetzt gerade baue, ist einfach nur zum Start da, dass wir halt ein bisschen was haben, ne? Aber da haben wir ja schon fast ein fertiges Haus. Das ist natürlich nicht schlecht. Da sparen wir Zeit und Aufwand und bräuchten es nur ein bisschen vergrößern. Und da hinten geht's halt einfach weiter. Das ist unglaublich. Und hier ist... Lol, da war die Hütte. Hier ist auch noch mal was. Wir haben uns halt wirklich am falschen Platz niedergelassen. Kriege ich mit. Weil hier scheint es mal ein Wikingerdorf gegeben zu haben. Ja. Was macht der Eik da jetzt? Das sieht mir nämlich aus wie ein Schweinestall. Oder Hühnerstall. Wikinger haben sich ja hauptsächlich von Ziege, Schwein, also fleischtechnisch ernährt. Ab und zu auch mal Pferd, wenn die wirklich nichts hatten. Das Pferdefleisch wurde dann getrocknet, als Pökelfleisch verwendet. Ja, die haben Kuhfleisch gegessen, die haben Kuhmilch getrunken, die haben selber Buttermilch hergestellt. Halt ihr Standardgetränk, Met, Bier. Wein wurde erst irgendwann im Jahre 1000 nach Christus mit hinzugefügt. Nachdem sie angefangen haben, England, Frankreich und so anzugreifen. Alles... Das ist dann alles so der Zeitraum, wo die Christianisierung begonnen hat, wo dann die meisten Wikinger ja zum Glauben der Christen gewechselt haben. Aber gut, ich weiß nicht, wann das hier spielt. Auf jeden Fall, wir sind hier dem Allvater Odin ausgehändigt. Wir wollen seine Gunst ergattern, um nach Valhalla zu kommen. Ja. Und das werden wir auch hinkriegen, würde ich sagen. Okay. Wir rennen jetzt mal einfach landeinwärts. Mal gucken, was es da noch so gibt. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich hier alles mitnehme, aber es ist wichtig, auch Ressourcen dabei zu haben. Und natürlich Gegner zu klatschen. Und die Wikinger haben auch von den Tieren alles wieder verwertet. Die Hörner, die Knochen, den Pelz, ja, also allgemein die Haut, was ja zu Leder verarbeitet wurde, woraus die Schuhe, Kleidung gemacht haben. Zum Anfang der Wikingerzeit haben sie halt noch mit Steinsachen gekämpft. Das ging dann alles über in Metallwerkzeuge. Und was ist das?
Du hast einen Beschwörungsort der Wächter gefunden. Bringe an ihrem Altar das richtige Opfer, damit sie zu dir kommen. Aber nimm dich in Acht, die Wächter sind keine leichte Beute, also stell zunächst eine mächtige Waffe her, lege deine beste Rüstung an und iss eine herzhafte Mahlzeit, bevor du es auf einen Kampf ankommen lässt. Soweit sind wir noch lange nicht. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? So, die haben wirklich alles verwendet. Die Hörner wurden für Schmuck verwendet, für Trinkbecher, Trinkhörner, aus denen ihr Met und Bier getrunken wurde. Und ja, also, man kann sich da nicht beschweren. Die wussten, wie man ein Tier komplett zu 80-90% verwendet, ohne dass irgendwas im Müll landet. Wie man es heute sagen würde. Und das ist richtig gut gewesen bei den Wikingern. Sie waren nicht immer auf Raubzüge, das ist ein großes Vorurteil. Es gab Wikinger, die haben sich wie Piraten verhalten, waren dann auf dem Meer unterwegs, haben geplündert, Dörfer an Stränden geplündert. Es gab aber auch viele Wikinger, die ein einfaches Leben hatten. Sie waren Bauern, haben wirklich von der Feldarbeit gelebt, von der Tierwirtschaft. Die haben im Grunde alles gemacht. Warum sie die Christen gehasst haben, keine Ahnung. Da werde ich heute noch nicht schlau draus. Aber gut, nur so wie die Wikinger die Christen gehasst haben, tun die Linken die Rechten hassen. Jeder wie er es braucht. So, und viele sagen ja immer, ja, wenn man Odins Hammer um den Hals trägt, also eine Kette mit Odins Hammer oder mit Yggdrasil oder mit irgendeiner Rune, weil es gibt Runen wie zum Beispiel... Kann ich das machen? Hier unten der Glücksknoten. Dass man ein Nationalsozialist ist. Das stimmt nicht, aber darauf gehe ich in der nächsten Folge mal ein. So, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat und ihr sehen wollt, wie groß die Map noch ist, dann schaltet doch zum nächsten Video ein. Lasst diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.